Mein Name ist Rita Meier. Ich spreche aus der Perspektive einer Erziehungswissenschaftlerin. Ich habe eine Professur für berufliche und betriebliche Weiterbildung an der Universität Trier. Und ich forsche insbesondere zum Zusammenhang von Kompetenz und Organisationsentwicklung. Und zunächst einmal muss man sagen, dass Unternehmen natürlich legitimerweise das Ziel verfolgen, wirtschaftlichen Erfolg zu haben, wettbewerbsfähig zu sein und ihre Gewinne zu maximieren. Aber sie können das nicht, ohne dass sie auf die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zugreifen. Und es herrscht also in der Organisations- und Arbeitsforschung überhaupt kein Zweifel daran, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Erfolg von Unternehmen gibt und dem Ausmaß, inwieweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kompetenzen, und zwar als umfassende berufliche Handlungskompetenz, in das Unternehmen einbringen können. Und das heißt, es geht darum, inwieweit sie Handlungsspielräume haben, wie sie auch beteiligt werden an der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze und der Abläufe. Und das gibt dann einen direkten Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Motivation der Mitarbeiter. Für das Unternehmen hat das den Vorteil, dass es dann geringere Krankenstände gibt und dass die Mitarbeiter natürlich auch eine höhere Bindung an das Unternehmen verspüren, also auch sich besser mit dem Produkt identifizieren, mit dem Unternehmen und dann auch loyaler sich verhalten gegenüber dem Unternehmen. Und letztlich werden natürlich dann, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgestalten können, auch Kreativitätspotenziale freigesetzt und Innovationen erzeugt. Und genau das haben unsere eigenen empirischen Forschungen auch gezeigt. Wir haben in einer Studie danach gesucht, wie Unternehmen vor der Krise aufgestellt waren, wie sie durch die Krise gekommen sind, wie sie nach der Krise aufgestellt waren im Hinblick von Qualifikation, Kompetenzentwicklung und haben festgestellt, dass die Unternehmen, die einen Betriebsrat hatten, der ganz aktiv mitgewirkt hat an diesen Fragen und vor allem auch wirklich Konzepte initiiert hat, Geld besorgt hat, Fördergelder besorgt hat, das haben die Unternehmen oft nicht selbst getan, dass die viel erfolgreicher durch die Krise gekommen sind, weil sie auch weniger Mitarbeiter entlassen mussten. Und ja, darum mein Wunsch oder vielleicht auch mein Rat an Herrn Natus, wenn Sie ein modernes Unternehmen sein wollen, dann beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter und lassen Mitbestimmung zu. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass Betriebsräte auch Motoren für Innovation sind.